Hallo, einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu den Honigmann-Nachrichten vom 17. Januar mit viel Schnee 2018 mit der Nummer 1252. Bethesda Fettgewebe. Weißes Fettgewebe ist nicht nur ein Depot für gespeichertes Fett, das als Energiereserve dient. Es beherbergt neben anderen Immunzellen auch spezielle Gedächtniszellen, die sehr schnell auf wiederholten Kontakt mit einem Krankheitserreger reagieren. Dabei wird die Immunantwort aktiv von Fettzellen unterstützt, die als Energielieferanten dienen. Diese bisher unterschätzte Verstärkung der Immunabwehr schützt nicht nur die einzelnen vom Fettgewebe umschlossenen Organe. Es werden auch Botenstoffe freigesetzt, die Immunzellen im ganzen Organismus aktivieren. Nachtschicht Reparaturunterdrückung. Die DNS von Schichtarbeitern repariert sich aufgrund unnatürlicher Arbeitszeiten nicht so, wie sie sollte. Aber nicht nur von Schichtarbeit. Die kann sich allein nicht reparieren. Jeden Tag wird unsere DNS beschädigt und ist auf den nachfolgenden Heilungsprozess des Nächtens angewiesen. Wenn dieser durch Schichtarbeit beeinträchtigt wird, müssen Arbeiter in der Nachtschicht eventuell sogar auf eine Extradosis Melatonin zurückgreifen. Dass Schichtarbeit der Gesundheit nichts Gutes tut, ist schon lange bekannt. Arbeiter in der Nachtschicht sind zum Beispiel einem höheren Diabetesrisiko ausgesetzt, neigen verstärkt zu Übergewicht und der Entwicklung von Tumoren. Das hat weniger mit der Schichtarbeit zu tun. Vielmehr mit der EMF-Besendung und Falschinformationen. Es ist ja alles aus dem Rhythmus genommen, was dem normalen Menschen eigentlich gut tun würde. Kryptowährungen. Warren Buffett, Star-Investor und Börsenlegende, sagte gegenüber CNBC, dass es mit den Kryptowährungen kein gutes Ende nehmen würde. Er wüsste nicht genau wie und wann, sei sich aber absolut sicher, dass es keine Zukunft für Bitcoin und Co. gäbe. Einen Tag zuvor hatte Jamie Dimon von JP Morgan seine Äußerungen über den Bitcoin als Betrug zurückgenommen. Mit The Blockchain is Real will Dimon offenbar in die Geschichte eingehen. Der Jubel in der Bitcoin-Community fiel entsprechend enthusiastisch aus. Washington, VSA, Shutdown-Möglichkeit. Die Äußerungen von Donald Trump über Haiti und afrikanische Länder, also Shithole, könnte dazu führen, dass es zum Government Shutdown kommt. Bis Freitag Mitternacht Washington Uhrzeit muss eine Einigung gefunden werden, weil viele VS-Demokraten derart entsetzt sind, dass sie ihre Zustimmung für eine temporäre Verlängerung der Schuldengrenze bzw. eine längerfristige Anhebung der VS-Schuldenobergrenze verweigern wollen. VSA Leitungswasser. In einer groß angelegten Untersuchung deckte die Environmental Working Group auf, dass mehr als 170 Millionen Amerikaner Leitungswasser erhalten, welches radioaktive Elemente enthält, die das Krebsrisiko dramatisch erhöhen. Dabei wurden von 2010 bis 2015 insgesamt 50.000 öffentliche Wasserversorgungssysteme quer durch die VSA untersucht. Das Ergebnis, mehr als 22.000, wiesen hierbei erhöhte Werte von Radium auf. Nun, auch dafür gäbe es eine Lösung, wenn man es ja verstehen wollte. VSA Cyberkrieg Trolle. Immer wieder wird Russland vorgeworfen, mit Mitteln des Cyberwars Einfluss auf die VSA zu nehmen. Auf Beweise dafür wartet die Weltöffentlichkeit indes vergebens. Nun plant die VS-Armee ganz offiziell das zu tun, was den Russen bisher nur vorgeworfen wurde. Eine Software soll Beiträge in den sozialen Medien einschätzen und automatisiert darauf antworten können. Künstliche Intelligenz lässt wieder grüßen. Die angestrebten Sprachen des Programms lassen auf die Gegner der psychologischen Kriegsführung schließen. Farsi, Koreanisch und Russisch. Caracas, Venezuela. Der Präsident der Bolivarischen Republik Venezuela, Maduro, hob am Montag hervor, dass 2017 ein Jahr wichtiger sozialer Fortschritte und der Eindämmung des nicht konventionellen Krieges gewesen sei, den Sektoren der nationalen und internationalen Rechten gegen das venezolanische Volk geführt haben.
Bolivien, Washington. Die Weltbank berichtet am Mittwoch, dass die bolivianische Wirtschaft in diesem Jahr um 3,8% wachsen wird. Die Weltbank erwartet, dass das Wachstum auf regionaler Ebene in diesem Jahr 2% und 2019 2,6% erreichen wird, da der Konsum und die privaten Investitionen steigen. Damaskus. Der syrische Vizeaußenminister Al-Mekdad hat gesagt, dass Damaskus die Präsenz amerikanischer Kräfte und Stützpunkte als Angriff auf syrisches Territorium ansehe. Die Existenz jeglicher ausländischer Stützpunkte ist aus Sicht des syrischen Staates inakzeptabel und wird als feindlicher Akt und Besatzung betrachtet. Wir werden dementsprechend darauf reagieren. Teheran, Riad. Der iranische Präsident Rouhani hat erneut Versöhnungssignale Richtung Riad gesendet und Saudi-Arabien indirekt aufgerufen, die Differenzen gemeinsam auszuräumen. Der Nahe Osten brauche die Zusammenarbeit aller Staaten der Region, um seine Probleme zu lösen. Wir glauben, dass dies auch mit Staaten möglich sei, mit denen wir politische Differenzen haben, sagte er gestern. Ankara, Washington. Der türkische Präsident Erdogan hat die USA wegen des Aufbaus einer kurdisch-arabischen Grenzschutztruppe in Nordsyrien kritisiert. Amerika hat eingestanden, dabei zu sein, eine Terrorarmee an unserer Grenze zu schaffen. Wir müssen diese Terrorarmee im Keim ersticken, sagte Erdogan am Montag in einer Rede in Ankara. Pakistan, Fatwa. In einem Versuch, dem Extremismus im Lande Einhalt zu gebieten, haben über 1800 muslimische Geistliche Pakistans ein religiöses Rechtsgutachten, eine Fatwa, erteilt, die Selbstmordanschläge verurteilt. Das Rechtsgutachten verbietet Selbstmordattentate und erklärt sie für Haram. Das entspricht dem deutschen Tabu. China, Dagong, USA. Die chinesische Ratingagentur Dagong hat das Rating für die USA von einer ohnehin schon schlechten Note A auf nun BBB herabgestuft. Der Ausblick sei negativ. Nun kann man angesichts der realen Verhältnisse davon ausgehen, dass Dagong diese Abstufung nicht gewagt hätte, wenn die Machthaber in Peking dem nicht ausdrücklich zugestimmt hätten. Russland, China, USA. Russland und China können die Positionen der USA in der Weltwirtschaft erschüttern, berichtete das chinesische Internetportal Sohu. Das Portal verweist darauf, dass derzeit mehrere Länder nach einer Alternative für den Dollar als Reservewährung suchen. Moskau und Peking hätten beispielsweise bereits ein dollarfreies Umfeld im bilateralen Ölhandel geschaffen. Die beiden Länder steigern dem Portal zufolge zudem ihre Goldförderung, um sich für den Fall eines Einbruchs der US-Währung abzusichern. Moskau, Washington, Welt. Der russische Außenminister Lavrov hat den USA nicht zum ersten Mal vorgeworfen, die internationale Lage zu destabilisieren. Als jüngstes Beispiel nannte er jetzt den Druck der Trump-Regierung auf das Atomabkommen mit dem Iran. Schon 2017 sei außenpolitisch kein einfaches Jahr gewesen, sagte Lavrov in seiner traditionellen Pressekonferenz zum Jahresbeginn. Aber in den vergangenen Monaten habe sich die Lage deutlich verschärft durch Drohungen, die aus Washington kamen. Moskau, Kiew. Am 15. Januar fand ein Telefongespräch des Außenministers Russlands, Lavrov, mit dem ukrainischen Außenminister Klimkin statt. Im Kontext der innerukrainischen Regelung wurden Fragen der Unterstützung für die Umsetzung der Bestimmungen des Minsker Maßnahmenkomplexes vom 12.02.2015 erörtert, darunter unter Berücksichtigung der Situation, die um das gemeinsame Zentrum für Koordination und Kontrolle entstanden ist, das die russischen Militärangehörigen wegen der für ihre Arbeit unannehmbaren geschaffenen Bedingungen verlassen mussten. Besondere Aufmerksamkeit wurde der russischen Initiative über die Bildung der VN-Mission zum Schutze der OSZE-Sonderbeobachtungsmission im Donetsk-Becken gewidmet. Ukraine-Sanktionsaufhebung.
Das ukrainische Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung und Handel hob die Sanktionen gegen die russische Firma Yuztrans auf, die zu den größten Steinkohlelieferanten des Landes gehört. Der entsprechende Beschluss wurde am 29. Dezember angenommen. Derzeit erlebt die Ukraine ein Steinkohledefizit. NATO-Russland. Zwei strategische Raketenträger Tu-160 haben einen geplanten Flug über neutralen Gewässern der Barentssee, des Nordmeeres und der Nordsee durchgeführt. Auf verschiedenen Streckenabschnitten wurden russische Flugzeuge von NATO-Kampfflugzeugen der britischen und der belgischen Luftwaffe bedrängt. Alle Flüge der Luftraumflugzeuge Russlands werden in strikter Übereinstimmung mit den internationalen Regeln für die Nutzung des Luftraums durchgeführt, ohne die Grenzen anderer Staaten zu verletzen. Europa Russengas. Trotz der Sanktionspolitik gegen Moskau stiegen die Gasimporte der EU aus Russland auf einen Rekordwert, wie die Zeitschrift The European schrieb. Nach Gazprom-Angaben flossen vergangenes Jahr rund 195 Milliarden Kubikmeter Gas nach Mittel- und Westeuropa, inklusive der Türkei. 8,1% mehr als im Vorjahr. Deutschland bleibt weiterhin größter Abnehmer. Aargau, Schweiz, Migrantengewalt. Im Kanton Aargau entbrannte in der Asylbewerberunterkunft Holderbank vorletzte Nacht unter mehreren Bewohnern ein Streit. Durch ein Messer verletzt musste ein Beteiligter ins Spital gebracht werden. Die Polizei nahm zwei Männer fest. Die Umstände der Auseinandersetzung sind noch unklar. Auch fehlt bislang die Tatwaffe. Die Kantonspolizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen. Madrid, Spanien. Migrantenansturm. Die spanische Regierung schlägt Alarm. Immer mehr Flüchtlingsschiffe landen in Spanien an. Gleichzeitig geht die Zahl der Ankünfte in Italien und Griechenland deutlich zurück. 2017 hat sich die Zahl der Bootsmigranten, die über das Mittelmeer nach Spanien gelangten, mehr als verdoppelt, auf nahezu 22.000. Höchste jemals an der spanischen Festlandküste registrierte Zahl. Für 2018 wird erwartet, dass sich dieser Trend fortsetzt. Deutschland, BRID, Familiennachzug. Die Zahl der Familiennachzüge nach Deutschland ist offenbar weiter gestiegen. Vergangenes Jahr habe das Auswärtige Amt insgesamt rund 118.000 Visa für Angehörige von Drittstaaten zum Familiennachzug ausgestellt, berichtet die Heilbronner Stimme in seiner Mittwochsausgabe unter Berufung auf Kreise des Auswärtigen Amtes. Kandel. Im Falle der getöteten 15-jährigen Mia aus Kandel geht die Staatsanwaltschaft Landau jetzt von Mord aus. Na, was auch sonst nach so einer Massakrierung. Aufgrund vorliegender Erkenntnisse liege eine heimtückische Begehungsweise nahe, teilte die Staatsanwaltschaft gestern mit. Heimtückische Begehungsweise. Mia war am 27. Dezember von ihrem angeblich gleichaltrigen afghanischen Ex-Freund in einem Drogeriemarkt in der pfälzischen Kleinstadt mit mehreren Messerstichen getötet worden. Ich nenne das Massakrieren, wenn ein ganzes Gesicht zerfetzt wird, dass nur noch das Gebiss zu sehen ist. Deutschland, Windschredder. Das nächste böse Thema. Es gibt keine Obergrenze. Das gilt nicht nur für sogenannte Flüchtlinge aus aller Herren Länder, sondern ebenso für über 100 Meter hohe Vogelschredderer, auch Windräder genannt. Viele von ihnen erreichen derzeit eine Höhe von 130 Metern. Bis 2030 will die GroKo großkotz den Anteil von erneuerbaren Energien von derzeit auf etwa 30 auf dann 65% ausbauen. Das ist genauso ein Schwindel. Ich hätte gerne mal gesehen, wo der Strom hinfließt, der von diesen genannten Windrädern irgendwo da angeblich über Dieselaggregate gewonnen wird. Ich habe noch keine Sammelstelle gesehen. Deutschland, Reichsbürger, Prepper. Am Wochenende wurde in mehreren Regionen in großen Zeitungsberichten die Beschaffung der sogenannten Bewaffnung, nicht Beschaffung, ah, Gott sei Dank. Am Wochenende wurde in mehreren Regionen in großen Zeitungsberichten die Bewaffnung der sogenannten Reichsbürger herausgestellt mit Bildern von einem großen Tisch voller Sturmgewehre. Ja, das stammt bestimmt nicht von denen. Die ganzen Container, die man in Übersee gefunden hat, sprechen eine andere Sprache. Die Überschrift lautete,
Reichsbürger wollen eine Armee aufstellen. Die nächste Kampagne gegen Prepper scheint anzulaufen. Wir dürfen auf eine Verschärfung des Waffenrechts warten. Und bitte selber weiterlesen unter Nummer 25. Ja. Die gute Nachricht. Rote Bete, am besten für seine rote Farbe bekannt, wurde seit Generationen in verschiedenen Formen als eine gesunde Quelle für Eisen, Kalium, Phosphor, Calcium, Schwefel, Magnesium, Jod und eine Reihe von Spurenelementen verwendet. Heute hat man erkannt, dass in roten Rüben bestimmte Elemente nur in sehr speziellen Kombinationen und Konzentrationen vorkommen, welche diesem Gemüse seine Kräfte bei der Krebsbekämpfung und der Verhütung von Krankheiten verleihen. Dazu hätte ich mal ein ganz tolles Rezept. Die rote Bete frisch gekauft, nicht schon fertig gekocht mit Süßstoffen, frisch gekauft und über eine feine Raspel gezogen, genauso anzumachen wie jeder andere Salat auch. Ein schönes Zwiebelchen dran, es kann sogar Knoblauch dran, Salz, Pfeffer, gutes Öl und wenig Zitronensaft, schmeckt hervorragend. Und die zweite gute Nachricht, Stufen von Hermann Hesse. Wie jede Blüte welkt und jede Jugend dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe, blüht jede Weisheit auch und jede Tugend zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern. Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe bereit zum Abschied sein und neu beginne, um sich in Tapferkeit und ohne Trauern in andere, neue Bindungen zu geben. Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben. Wir sollen heiter Raum und Raum durchschreiten, an keinem wie an einer Heimat hängen. Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen, er will uns Stuf um Stufe heben, weiten. Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise und traulich eingewohnt, so droht erschlaffen. Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise, mag lähmender Gewöhnung sich entraffen. Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde uns neuen Räumen jung entgegensenden. Des Lebensruf an uns wird niemals enden. Wohl an Herz, nimm Abschied und gesunde. Und das war's mal wieder für heute. Wie immer bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen, fürs Zuhören. Wünsche allen morgen einen nicht so stürmischen Tag. Es ist ja allerhand angesagt morgen, auch kein Böen mit Schneefall. Wir hatten sogar die Tage Gewitter. Auch im Januar nicht unbedingt üblich, aber was soll's. Kommt gut durch den Donnerstag, einen wunderschönen Mittwochabend wünsche ich und ich verbleibe wie immer eure Biene vom Honigmann. Und tschüss und viele liebe Grüße wie immer an alle.